So lässt sich's leben. Jetzt habe ich aber nicht geguckt, was die anderen Dinger bringen. Ach, egal. So, ah, guten Morgen, schöne Welt. So, Wetterbericht. Willkommen bei Kusali. Morgen wird es ein wunderschöner, sonniger Tag. Alles klar. Wahrsager, willkommen bei... Die Gäste sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein extra Glück haben. Yes, Königin der Soßen brauchen wir nicht. Haben wir schon. Yes, extra Glück. Geil. So, hallo, Tick. Ja, hi. Hallo. So, mein Kleiner. Jetzt lesen wir erstmal den Brief hier. Hi. Ich verkaufe Hüte. Okay, Stups. Komm zur alten Haus, Stups. Bring Münze. Hut, Maus. Was? Hut wer? Hut wie? Hut Maus? Echt Hut Maus da geschrieben? Der oder die oder das oder was? Was? So. Da gießen wir. Ist nicht heute dieses Fest? Warte mal, ist es nicht heute? Warte mal, ist doch heute, oder? Ich meine, es wäre heute, oder? Ich bin nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Okay. Zauberkrautsch finde ich cool, weil die ist hübsch. Ich mag die. Huch. Gucken, ob wir dadurch irgendwann mal einen Vorteil haben. Vielleicht haben wir dann mehr Glück irgendwann mal. Uns auch vielleicht eine Akasha-Säule holen sollen. Die würde vielleicht auch was bringen. Mal sehen. Attik. Du musst doch nicht dagegen rennen. So. Oh, heute können wir aber nichts verkaufen, ne? Das ist doof. Weil wir eigentlich... Hering. Elisadine. Können wir mal gucken, ob wir jetzt oben Würmchen oder so finden? Attik, ja. Es ist doch gut. So. Oh, ich habe dir noch kein Wasser gegeben. Oh, ich Unmensch. Tut mir leid. Jetzt können wir sie eben mitnehmen. Haben wir ja genug Place. So. Jetzt sind wir endlich reich, ey. Jetzt fühle ich mich so mega. Dadurch, dass wir einen neuen Platz haben da. Oder ist heute noch nicht der Tag? Doch, heute müsste der eigentlich sein. Oh, ein Eichhörnchen. Oh, ein Eichhörnchen ist weg. Meiner, der müsste heute eigentlich sein. Heute müsste dieser komische Tag sein. Ah, schon wieder. Oh, da ist er wieder. Der unfreundliche. Der ist manchmal so unfreundlich. Ich kenne dich nicht gut genug, um dir zu vertrauen. Tut mir leid. Kein Problem, dann ist es halt so. Dann vertraust du mir halt nicht. Ich hab's versucht, mein Bestes Mögliche dir zu geben, zu sagen, zu zeigen, wie auch immer. So, gucken wir uns mal hier um. Oh, hier ist sonst nichts. So, ist jetzt heute dieses Tanzfest? Müsste, glaube ich, heute sein, ne? Mittwoch könnte es sein. Hier war Blumentanz hat begonnen im Wald. Alles klar. Dann gehen wir mal runter. Im Wald. Wer ist im Wald? Warte mal. Ist das jetzt hier oder? Was heißt im Wald? Also im Wald heißt im Wald, das ist mir klar, aber. Ist dann da hinten? Ah, das kann doch sein. Okay, es ist heute, glaube ich, hier niemand da. Okay, gut, dann gehen wir mal zum Blumentanz. Ich muss ja eh. So, können wir ja erstmal hier alles. Okay, ist nix. Wenn ich jetzt dem aus dem Blickfeld gehe. Yes, was ist da? Oh, Bohnentopf. Oh, maximal. Plus 2 maximale Energie. Alter, was? Ist ganz schön gesund. Ja, auf jeden Fall. Hallo, kleines Mädchen. Okay. Wollte nur Hallo sagen. Okay, da ist nichts drin. Okay, ist auch nichts drin. Gut, dann gehen wir mal in den Wald. Wir sollen ja dahin zum Blumentanz. Okay. Ach, Buch. Was geile Mucke, ey. Ab, ey. Guck mal, ist Pierre ist hier. Bonjour Christophe. Bonjour, ein Blumenfass Narzisse. Ein Blumenfass Rezept. Ein Löwenzahn. Eine Narzisse für das schöne Mädchen. Guck mal. Oh, für den Tanz habe ich mein bestes Hemd angezogen. Sowas passiert nicht alle Tage. Hi Christophe, schön dich hier zu sehen. Hallo Lea. Bitte Lea um den Tanz. Ich werde ehrlich sein, ich will nicht mit dir tanzen. Was? Ja. Elliot im Tanz? Entschuldige mich nicht.
Nicht heute. Ich wünsche, Pierre würde Zeit mit der Familie verbringen. Tut er nicht? Puh, ich bin voll. Hey, hast du das rote Gelee schon probiert? Nee. Ja, willst du mit mir tanzen? Tut mir sehr leid, aber ich habe schon zugestimmt, mit jemand anderem zu tanzen. Oh Mann, Flynn. Ich frage mich, ob Emily mit mir tanzen würde. Frag sie doch. Ich versuche gerade, den Mut aufzubringen, jemanden um einen Tanz zu bitten. Willst du mit mir tanzen? Oh, es tut mir leid, ich hatte vor, wen anders zu fragen. Oh. Schluck. Ich bin nervös. Warum? Ja, willst du mit mir? Oh nein, danke. Oh. Ich mag es zu tanzen, aber der Tanz hier wirkt etwas aufgesetzt. Den älteren Leuten gefällt es allerdings. Okay, ich frage jetzt ein junges Mädchen nicht. Oh, hallo, du. Es ist nett, dass du mit mir sprichst. Der Frühling ist schon fast vorbei. Zu schade. Ja. Es liegt Liebe in der Luft. Und ich bin immer noch Single. Okay, aber die ist ein bisschen strange. Mané sieht heute bezaubernd aus. Marlon, du alter Schlawiner. Ich genieße nur die Aussicht. Nein, ich frag dich nicht zum Tanzen. Hallo. Ich übe gerade meinen Tanz. Er muss perfekt sein. Ich war die letzten 5 Jahre Blumenkönigin und bin nicht bereit, den Thron anzutreten. Ja, ich frage dich auch nicht, ob du mit mir tanzen willst. George, hi. Blumen, ich kann sie kaum sehen. Es ist viel zu hell hier draußen. Was ist das für ein Typ, ey? Ich arbeite schon seit einer... Nein, andere Stimme. Ich arbeite schon seit einer Woche an diesem Blumenarrangement. Gefallen sie dir? Ja, sie sind wunderschön, ehrlich gesagt. Wirklich wunderschön. Abby. Ich mag es so gar nicht, vor allem zu tanzen. Es ist so peinlich. Okay, verstehe ich. Kann man nachvollziehen. Meine Mama zwingt mich dazu. Okay. Ja? Egal. Ja. Okay, der ist auch zu cool. Weißt du was? Ich gebe zu, ich mag Blumen wirklich sehr. Das ist cool, Sam. Ja. Nichts. Okay. Gas. Die Zeit der Frösche fängt langsam so richtig an. Okay. Ey, dein Leben, oder? Kind. Süßer Wein. Ein plätschernder Bach. Warme Luft. Habe ich schon den Wein erwähnt? Okay. Jo moin, ich hätte meine Engel mitnehmen sollen, nicht? Hättest du tun können. Exzellente Soße. Schlürf. Der sieht irgendwie, Sean sieht irgendwie ein bisschen zerfetzt aus. Ah, dieses grüne Zeug ist scharf, Kau. Knirscht. Au. Willst du heute tanzen, Christoph? Ich hoffe. Diese Frühlingstänze haben ihren Ursprung in alten Fruchtbarkeitsritualen. Hey, du solltest über sowas Bescheid wissen, als Landwirt. Okay. Hey, Robin. Ah, all diese Blumen verströmen einen süßen Geruch. Jetzt habe ich diese scheiß Narzisse gekauft, weil ich dachte, ich kann irgendwas damit tun. Kann ich hiervon essen? Oh, die Wackelprobleme, der sieht lecker aus. Oder hier dieses rote Zeug oder das grüne da. Oh. Ja, guck mal, die Kids. Mit denen habe ich noch nicht geredet. Eines Tages werde ich die Blumenkönigin sein. Es ist nicht fair, warum kann ich nicht der Blumenkönigin sein? Weil du jung bist. Deswegen? Ja, ich glaube, wir haben mit allen geredet und wir können jetzt Louis sagen, es kann losgehen. Nun, sollen wir jetzt mit dem Tanz anfangen? Ja, lass uns anfangen. Ich werde eh keinen finden. Das weiß ich jetzt schon. Das hat Spaß gemacht, Zeit nach Hause zu gehen. Oh Gott, ey, super fertig vom ganzen Tag. So, wir tun mal das hier in die Dingskiste und lassen uns mal es gut gehen. So.
gute Nacht, Hick. Guten Morgen. Wetterbericht erstmal. Willkommen bei Kuso 5. Morgen wird ein wunderschöner Tag. Sonnig, okay. Wahrsager. Ich kann die Gäste flüstern hören. Die Gäste sind heute sehr glücklich. Sie werden, yes, und Leben von Land. Willkommen beim Leben vom Land. Hier spitzt eure Ohren. Obstbäume brauchen eine volle Jahreszeit, um zu wachsen. Also plan im Voraus, wenn etwas das Gebiet um euren Baum herum blockiert und das Wachstum beeinträchtigt, ist euer Obstbaum dann endlich herangewachsen, reifen jeden Tag neue köstliche Früchte für die Jahreszeit heran. Zeit zu sparen. Okay, ich glaube, die kosten 10.000 oder so alleine. Yay, Bohnen! Noch mehr Bohnen! Und Erdbeeren! Die können wir jetzt gerade alle verkaufen und das machen wir auch heute, weil das ist ein guter Ertrag für heute. Zack, zack, zack. So, einmal ein Brief. Ah ne, warte, wir gießen erstmal und geben Tick mal was zu trinken. Hey Tick. Ja, fein. Gut, wie du das machst. Schön, wie du hin und her laufen kannst. Super. So. Ach, wunderschön. Wunderschön. So, dann haben wir jetzt erstmal alles gehört. Ich habe gerade was überhaupt nachgedacht. War mir jetzt aber gerade nicht sicher. Weil ich gerade überlegt habe, ob wir wirklich in eine Mine gehen sollen. Alter. Aber ich. Alter. Oh, schon wieder leer. Hallo? So. Aber, das ergibt keinen Sinn, das zu machen, oder? Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht nicht sicher. Na gut, okay. Hallo Christoph, es ist so lange her, seit ich von dir gehört habe. Mein Schatz, hier ist es genauso wie immer. Ich vermisse dich sehr. Alles Liebe, Mann. Ich habe einen Umschlag mit etwas Geld gefunden, das dir dein Opa hinterlassen hat. 500? Fuck, ey, Opa, was ist los, Mann? For real? So, vielleicht können wir heute nochmal angeln. Wäre ja, glaube ich, eine ganz gute Maßnahme, aber wir haben ja heute Glück ohne Ende. So. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier nochmal ein paar Sachen finden. Vielleicht so ein paar Blümchen und Narzissen und hast du nicht gesehen? Ja, hier nichts. Okay, wenn nicht, gehen wir angeln einfach und gehen mal unten an den Strand. Und, Alter, wir haben schon wieder richtig Kohle, ey. Das ist richtig gut. So, ich kann jetzt eh nichts mehr züchten. Und warten jetzt nur noch auf den Grünkohl, dass wir den verkaufen können dann. Ich hoffe, dass das noch passt, ey. Ich hoffe es echt. So, hier ist ja Shane, Sean. Shane, was willst du? Lass mich in Ruhe. Okay. Entschuldigung, ich wollte nur nett sein. So. Hey, Penny. Hallo, Penny. Wir haben viel Glück, in einer kleinen Stadt wie dieser unsere Bibliothek zu haben. Das stimmt. Wenn du dich in einem Buch verlierst, vergisst du schnell die Realität. Ja, vielleicht lese ich deswegen so gerne. Okay, Alter. Entschuldige, meine Gedanken sind etwas abgeschweift. Kein Problem. Mach mir nur manchmal Sorgen um die Leute hier. Scheinen wir doch alle manchmal ein bisschen zu weg. Okay, da ist nichts drin. Verdammt. Oh, guck mal hier. Hab ich hier schon geguckt? Okay, da habe ich schon geguckt. Nein, da suche ich jetzt nicht, wenn sie gerade ist. Das ist jetzt nicht so sinnvoll. Hatte ich jetzt noch geoden? Nee, geoden hatte ich nicht mehr. Achso, zum Strand wollte ich gehen. Ja, dann bleibt uns ja heute fast nichts anderes übrig, als den ganzen Tag angeln zu gehen. Yay! Okay, war nicht so cool. Oder wir gucken nochmal, was für den Yayumi-Ding, Viecher da geben können. Was die noch gebrauchen, weil ich glaube, die restlichen Muscheln, die kommen eh immer wieder. Okay, der Konzert ist eins. Eins hat hier jemand gelebt. Oh, das ist schön. Richtig idyllisch, wie du das geschrieben hast. Ja. Und, was ist das? Ah, ein Segel. Segel sieht so seltsam aus. So lila, komisch. Seltsam. Ja. So, haben wir hier noch irgendwo? Nein, da haben wir auch.
Haben wir auch nichts. Gut, dann gehen wir mal hoch. So. Hoch. Könnte mich auch an dem Fluss eigentlich angeln, oder? Ach komm. Wir versuchen mal hier zu angeln. Ah, oh, okay. Alter. Auch wieder so ein hartnäckiger Fisch hier. Yes. Ein Goldlachs. Nice. Können wir gleich verwenden. Weil ich jetzt nicht weiß, wie der ein guter ist. Oder ein, mit Sternchen oder so. Das habe ich jetzt leider nicht gesehen. Aber dann können wir gleich zu den Janunis da hoch. Denen die Sachen geben. Wobei, wir müssen ja erstmal gucken, was sie noch brauchen. Oder? Haben wir schon an? Ich weiß es nicht. So, das haben wir. Komm. Komm, das machen wir. Wir gucken, dass wir jetzt gerade noch fertig angeln. Den hier. Yes, ist sogar perfekt. Nein. Schwarzbarsch. So, okay, das war ein normaler. Gut, dann gucken wir uns gerade nochmal hier. Warum hier auch immer ein Briefkasten ist. Frag mich. Kann man da Sachen rein? Nee, komm. Schon, ey. Okay, da ist nichts drin. Gut. Dann gehen wir nochmal hoch. Dann gehen wir zurück zu einer Eisenerz. Der hat Eisenerz einfach weggeschmissen. Was ist kaputt bei dem Jungen? Ey, Clint, das kannst du doch nicht machen. Das geht doch nicht hier. Nee, Leute. So. Warte mal, wenn wir das jetzt haben. Gehen wir mal hoch zu den Viechern. Zu den kleinen Biestern-Viechern. So. Geben schon mal hier die Sachen ab, die wir jetzt eh nicht mehr brauchen. Hier den Goldlachs zum Beispiel und die Sardinen und so. Ja, ich komme. Hallo. Goldlachs, da haben wir doch. So, welchen brauchen wir noch? Da brauchen wir keinen. Den brauchen wir nicht. Karpfenstör, nee. Was haben wir hier? Ah, Sardine, Thunfisch haben wir. Sardine haben wir aber. So, warte mal, hier in der Mitte waren doch noch die. Die haben wir schon, aber eine Miesmuschel brauchen wir noch. Die haben wir auch noch nicht abgegeben. Eine Venusmuschel und eine Miesmuschel. Wir brauchen noch eine Krapfe. Ah, guck mal hier. Haben wir hier. Und dann können wir noch die Venusmuschel. Die Miesmuschel meine ich. Dann brauchen wir noch eine Krabbe. Krabbe wäre noch top. Ein Krabbi hätten. Wenn ich ein kleines Krabbi hätte. So, was haben wir denn hier? Speisekammer. Ah! Oh, Ei. Okay. Was haben wir hier? Was? Nutzpflanzen. Melonen. Alter, ihr habt doch einen Arsch offen, oder? Tomaten. Kommt das noch? Pepperoni, Blaubeeren, Melonen. Was haben wir hier? Ah, das sind Herbstbündel. Was haben wir hier in der Mitte? Alter, Schwede. Gelee ist kein Problem. Honig ist auch kein Problem. Okay, also Honig können wir ja noch nicht hier. Ah, aber warte mal, mir fällt das ein. Was kostet das eigentlich? Holz, Kohle, also Ahornsirup. Wir brauchen Ahornsirup. So, was haben wir hier? Eine Höhlenkarotte. Nein! Kiefernteer, scheiße, das hatten wir. Und wir haben Rotpilz. Geil, was brauchen wir hier? Ahornsirup und Eichenharz. Geil, und eine Kokosnuss. Kriegen wir dann eine Kokosnuss? Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Sachen haben wir. Das ist geil. Die hätten wir dann. Was haben wir hier noch? Okay, das kriegen wir dann. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Und Herbst. So, das ist Sommer und das Frühlingszeug haben wir schon. Okay, gut, und Winter. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Was sollten wir jetzt noch holen? Ach ja, die Miesmuschel, die können wir holen. Und, warte mal, dann können wir jetzt gerade mal gucken. Brauchen wir noch, wie viel brauchen wir noch? 42 Holz, ey, leck mir doch das Zuckerle. Alter Schwede, okay, Abigail, ich lasse jetzt mal einfügen. Aber Louis, mit dir rede ich. Hallo Louis! In der Kneipe ist nachts manchmal ziemlich viel los. Manchmal werfen wir sogar eine Münze in die Jukebox. Ja, ihr macht richtig hart Party, ey, geht ja steppt der Bär, oder? Ich mag es mindestens einmal in der Woche vorbeizuschauen und auf den neuesten Stand zu kommen. Ja, glaube ich dir. Du bist ja auch der Bürgermeister. Ich meine, du musst immer auf dem neuesten Stand sein. Das wäre ja wichtig. Wäre ja schließlich schlecht, wenn du es nicht machst. Aber ja, gut. Danke für diese Information. Danke, Anke. Okay. Kupfer. So, jetzt. Moment. Jetzt. Wir hauen ja nochmal Kupferbarren rein. So, komm. Kostet ja immer 5. Warte mal, was brauchen wir dafür? Also, wir brauchen dafür Holz 40.
40 Holz. Scheiße, ich hab nicht mal genug Holz, oder? Noch Holz? Hier hab ich kein Holz. Ah, verdammte Hacke, ey. Ernsthaft. So, dann. Ups. Dann 1, 2, 3. Genau. Das nehmen wir mit. Warte mal, was haben wir gesagt? Nehmen wir noch mit? Dann nehmen wir so eine Höhlenkarotte mit. Das hatten wir schon mal. Ich glaube, davon sonst nichts mehr. Dann die Miesmuschel nehmen wir mit. Die restlichen können wir ja mal. Das können wir verkaufen, können wir verkaufen, können wir verkaufen. Dann verkaufen wir das mal. Achso, ich habe gar keinen Platz mehr. Ha. So, jetzt muss ich nur aufpassen, was ich hier verkaufe. Also das verkaufe ich, das verkaufe ich. Das verkaufe ich, 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 das verkaufe ich. Das hier verkaufe ich nicht. Das kann ich verkaufen. So, Moment. Dann verkaufen, 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 verkaufen. Das kommt wieder zurück. Verkaufen, 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 verkaufen. Hering. Ah ne, die Sardine müssen wir auch noch mitnehmen, ne? Rasse haben wir. Gut. Warte, okay. Dann machen wir es jetzt gerade so. Also, die Sardine müssen wir nehmen. Den Prasser müssen wir, können wir verkaufen, das können wir verkaufen, das. Den Hering weiß ich jetzt nicht, den lassen wir noch. Die Sardelle behalten wir. Ne, die können wir verkaufen. Die behalten wir jetzt auch nochmal. So, und, guck mal hier. Schon wieder nächstes. Sehr stark. Und jetzt brauchen wir noch Holz. Okay. Ich hab mein Holz. Ich hab mein Holz. So, warte mal, um jetzt den Überblick hier zu behalten. Das tun wir nochmal hier rein. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Das, okay, dann tun wir mal alles, was wir jetzt glauben, was da runterkommt, hier hin. Davon brauchen wir nichts mehr. Hier brauchen wir, glaube ich, meines Erachtens auch nichts mehr. Gut, dann hacken wir jetzt gerade mal. Guck mal hier, den hacken wir ab. Achso, falsches Werkzeug. Jetzt müssen wir Holz hier hacken, ey. Shit, 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 shit. 40 Holz für eins. Wir brauchen also 80. Na gut, wir kriegen jetzt erstmal hier Zeug. So, um den Überblick zu haben. Ha, wir haben 40. Haben wir schon mal. Dann können wir hier das schon mal herstellen. Zack. Das können wir dann mal gleich gucken, wo wir das dran machen. Ich glaube, den einen da vorne an dem ehemaligen Haus, was es auch immer ist, da hauen wir auch mal weg. So. So, das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Hallo, das haben wir. Ich würde gerne hier ein Häuschen bauen, aber. Ach, guck mal, das ist ein anderer Baum, ne? Der da. Der linke da, also. Ich zeig gleich drauf. Werde ich jetzt mal nicht abholzen. So. Mal wieder. Ah, wir haben wieder 50, 40. So, stark. Okay. Also, ich hätte jetzt gesagt, dass wir hier. Warte mal. Also, mal wegmachen. Mal wegmachen. Mal wegmachen. Dass wir hier auch noch einen dran machen. Ist ja auch noch ein Dings. So, komm. So und so. Dass wir hier einen dran machen. So. Dass wir von mir aus den hier dran machen. So. Und machen wir das hier gerade mal wieder frei. So. Kohle. Ah, geil. Wir haben sogar Kohle gefunden. Ups. So, das. 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 So. Sehr stark. Dann haben wir das. Ach, Tick. Alles ist doch gut. So, machen wir mal hier gerade mal mit der Sensor. Komm weg. Alles mal weg hier. Oh, da war ein Frosch. Hast du es gesehen? Stark, das war ein Frosch gewesen. So, vier, so und so. Gut, den lassen wir auch nochmal stehen. Und wir haben sogar eine Geode gefunden. Interessant. So, tun wir mal hier das Holz rein, den Kupferbarren. So, das können wir hier mal rein tun. Das brauchen wir nämlich für. Irgendwas brauchen wir es nochmal. Ich weiß es nur nicht mehr was. Darf man mich ehrlich gesagt nicht mehr fragen. Ist nicht mehr ganz in der Birre, ne? So, dann haben wir nämlich schon mal Ahornsirup und sowas. Das kriegen wir dann nämlich alles. Schön. Das ist sehr gut. Ich frage mich nur, wie lange das dauert, bis es wieder kommt. Ah, so, morgen wird ein schöner sonniger Tag. Jetzt haben wir noch 3 Tage, bis das Jahr, sage ich mal, in dem Spiel vorbei ist. Wir können dann trotzdem noch angeln gehen, glaube ich. Das ist ja das Gemeinschaftshaus. Wir können trotzdem, glaube ich, noch angeln gehen. Und, so, jetzt gucken wir hier nochmal. Genau, das hier wollte ich hier reinhauen. So, dann brauchen wir hier noch eins. So, und jetzt da hinten müssen wir. Ah, nee, warte. Müssen wir hier noch irgendwas reintun. Und zwar Ozeanfisch, genau. Sardine war es. Die Sardelle, sondern die Sardine. Wo haben wir denn diese. Haben wir eigentlich hier Sardelle? Da haben wir keine Sardelle. Oh, Scheiße. Ich habe die Prasse verkauft, ich Idiot. Nein, die habe ich noch nicht reingetan. Oh.
Verdammt. Shit. Shit, shit, shit. Das war echt dumm. Das war super dämlich, ey. Ach. Scheibenkleister. So, oh, nee, wo war das denn jetzt hier? Auch nicht da. Hä? Ah, nee, dann war das da unten, ne? War das, glaube ich, da unten, was die haben wollten von uns? So, hallo. So, genau. Das hier. Das können wir jetzt kriegen, die drei Sachen. Und dann haben wir alles. Bündel sammeln, Exoten, genau. Dann haben wir nämlich den Pilz und dann haben wir die Höhlenkarotte, sehr stark. Das heißt, die können wir jetzt nochmal verkaufen. Ach, shit. Blöd, ey. Echt blöd. Das war so dumm einfach. So, aber die wollten auch hier noch, glaube ich, irgendwas haben, ne? Was war denn hier? Was wollten die denn da haben? Kupferbarren, okay. Wobei, haben wir einen? Ne, wir haben keinen dabei. Was haben wir da? Ah, Quarzsuppe. Ah, stimmt. Wollten die noch haben? Schleim, Fledermausflügel. Okay, Fledermausflügel kriegen wir jetzt hin, weil wir haben jetzt in der letzten Zeit viele Fledermäuse gesehen. Frag mich, was hier passiert, wenn das alles fertig ist. Was dann wieder aufgebaut wird. Also, ich will das Gemeinschaftshaus da eigentlich, ehrlich gesagt, finde ich das ganz interessant, was sie verlangen. Ist halt ziemlich heftig, aber es sieht nach Spaß aus. So, und jetzt können wir mal gucken, ob wir eine Presse wiederfinden. So, warte mal. Okay, das verkaufen wir dann noch. Und dann, oh, wir haben ja kaum noch Energie, sehe ich gerade. Aber lass uns bitte nochmal eine Presse kriegen. Das wäre so gut einfach. Wäre so gut. Einfach nur nochmal eine Presse. Presse. So. Ist die Lea noch hier unten? Ne, okay. Hätte hier sein können. So. Gucken wir mal, ob wir hier eine Presse kriegen. So. Bis hierhin. Zack. Okay. Komm, lass es eine Presse sein. Es könnte eine Presse sein. Es könnte echt eine Presse sein. Und sie ist perfekt. Ja, Manon, das ist eine Presse. Tatsächlich. Geilo. Ein Nachtfisch. Cool, den haben wir jetzt sogar bekommen. Moment. So, musst du nochmal kurz hoverspannen. Jetzt bin ich wieder da. Oh, komm. Nochmal eine Presse. Wäre geil. Das heißt, ich darf die jetzt nicht verkaufen. Auf gar keinen Fall. Wenn ich die verkaufe, dann hasse ich mich so dafür. Ach, herrlich. So. Joja, Cola. Hallo. Es gibt wirklich eine Menge Wildpflanzen in diesem Gebiet, wenn du weißt, wo man suchen muss. Ich gönne mir fast jeden Tag einen frischen Salat. Ja, ich habe leider heute keine Blumen für dich. Aber ich wollte mit dir reden jetzt. Das war mir wichtig. Mal Gründe. Yes. Oh, warte mal. Kann ich dir eigentlich so ein Ei schenken? Du hast diese Woche bereits zwei Geschenke gemacht. Das ist genug. Oh. Und wenn ich ihr aber noch mehr Geschenke machen will. Einfach, weil ich sie gerne habe. Die Lea. Erinnert mich so ein bisschen an Star Wars, die Lea. Ich weiß gar nicht, wie es in der Beziehung mit ihr zu mir steht. Können wir ja mal nachgucken, dann theoretisch, ne? Warum eigentlich nicht? So. Okay, komm. Yes, jetzt wieder ein Fisch. Nein! Er wäre perfekt. Ah, okay, er wäre perfekt. So, jetzt krieg ich dich aber mit dem Schatz. Mit dem Schatz, komm, mit dem Schatz. Du kommst du nicht. Nein. Yes! Und wir bekommen Steine. Ernsthaft. Ich frage mich, wie ich jetzt diese Steine, also dass der Typ sich auch nicht wundert, dass er einen Schatz mit hochfindet und dass der Fisch anscheinend irgendwie Steine im Bauch hat noch zusätzlich. Dass er überhaupt noch schwimmen kann. Ich meine, war klar, dass er dann so schwer war zum Hochziehen. Aber dennoch. Strange. So, ist hier unten nochmal. Hier unten ist kein Loch. Was haben wir da? Meerrettich. Yes, 13 Energie zu Meerrettich. Meerrettich to the rescue. So, okay. Okay. So, das haben wir jetzt alles. So, das haben wir. Gut. Dann gehen wir mal jetzt noch einmal angeln. Haben wir eigentlich nochmal eine Brasse? Weiß ich gar nicht. Wir haben auf jeden Fall eine Julia-Cola. Können wir da mal naschen. Nom. Ich glaube, nach dem gehen wir hoch und bringen erstmal unsere Schätze dann zurück. Ach komm. Könnt ihr jetzt mal hier anbeißen? Yay, du hast angebissen, danke. Danke, dass du auf mich gehört hast. Yes, und wieder ein Schatz. Und es ist perfekt sogar. Geil.
Und wieder eine Brasse. Und diesmal eine gute Brasse. Und Kohle. Stark. Gut, dann verkaufen wir die gute Brasse. Und die schlechte Brasse behalten wir. Schlechte Brasse. Nein, es gibt ja keine schlechte Brasse, aber die weniger qualitative Brasse, sag ich mal, die behalten wir. Und hauen die dann in den... haben wir keine Energie verloren? Echt? Okay. Hauen die mal jetzt mit... Julia Cola ist Müll. Hier steht Müll, aber sie gibt uns Energie. Okay. So, dann hauen wir die rein. Das hauen wir rein. Das hauen wir rein. Das hauen wir rein. Komm, das hauen wir auch rein. Ach komm, was soll der Geist? Das können wir auch reinhauen. Und Steine, die brauchen wir ja noch. So. Machen wir hier nochmal schön Ofen. So, dann kann das hier rein. Das brauchen wir morgen. Das kann hier rein. So, okay, dann brauchen wir das hier. So, das können wir alles behalten. Dann gehen wir schlafen. Ah, gute Nacht, Tick, mein kleiner Süßer. Ins Bett gehen. Ja. Level up! Fischenstufen 4. Angeleffektivität 1. Neues Rezept. Recyclingmaschine. Nice, was kann die denn? Hui. Anderes 9898. Geil, ey, wird richtig Gold gemacht. Yeah, Fortschritte wurde gespeichert. Ah, sehr stark. Sehr, sehr cool. Okay, dann gucken wir mal auf den Wetterbericht für morgen. Willkommen bei Kurse 5. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Alles klar, Leute, jetzt haben wir es. Ah ja, kein Geister flüstern. Die Geister sind heute sehr höchst unzufrieden. So, dann machen wir es so. Dann stellen wir jetzt den restlichen Kohlenkram hierher. So, und machen es so. Warte mal. Nehmen wir mit. So, und fünf Stück braucht er ja immer, ne? So. Dann müssen wir hier gleich gießen. Gießen müssen wir gleich. Und ich würde sagen, also, was wir auf jeden Fall machen, da es morgen regnet, ist, wenn es morgen regnet, machen wir die Axt. Ne, warte mal, die Spitzhacke nicht, aber die Axt können wir reinmachen. Und die Gießkanne können wir reinmachen, weil die Axt wird dann dadurch besser. Auch nochmal. Und die wird deutlich besser. Und da wir 10 Kupfer haben, wird das dann auch so funktionieren. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Warte mal. Also, haben wir dies und jenes. Gut. Und dann können wir in die Höhle gehen am nächsten Tag wieder. So, jetzt nehmen wir erstmal den Kram. So, haben wir erstmal aufgesammelt. Alles klar. Dann das. Yes, da ist morgen regnet. Das hat er gesagt, oder? Ich guck nochmal nach lieber. Ich glaube, ein bisschen verunsichert. Wo ist eigentlich Tick? Wo ist mein Hund? Da bricht. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Geil, dann können wir in die Höhle gehen wieder. Können wir wieder schöne Höhlentour machen. Freue ich mich schon ein bisschen drauf. So, hallo Tick. Ja. Ja, auch so gern einfach mein Hund. So ein toller Hund. So ein toller Hundehecht. So. Alter, ey, jetzt müssen wir echt hoffen. Aber ich glaube, das wird auch. Ist diese 15. Grünkohl-Dinger hier auch noch was werden. Das wird so mega, ganz kurz. Okay, so. Sehr stark. So, da ist auch noch Grünkohl. Darf ich nicht vergessen, den guten. Alter, manchmal gieße ich echt immer wieder dieselbe Stelle. Das ist doof. So. Jetzt, wenn wir die neue Gießkanne dann bekommen, wenn mich das nicht täuscht, kann die 3... auf einmal gießen. So, verbrauchen wir zwar jetzt super viel Geld, ja. Das wird uns jetzt gerade 4000 kosten, aber das ist mir gerade Schnuppe, ehrlich gesagt. Weil Gründe. So. Nee, weil das Ding dahinter ist ja... So, wir trinken mal diese Joja-Cola. Ja, genau. So, die Jungs die ganze Zeit auf Discord und sowas. Und die ganze Zeit schreiben, das Handy vibriert hier. Glaubt, aber stört mich jetzt nicht, weil ich gucke ja nicht nach. Ich glaube halt nur nicht, dass ihr die Vibration hört im Spiel, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dürfte eigentlich passieren. So. Ahornsamen. Okay, nix drin, okay. Ja, alles klar. Na, Peter? Oh, nein, 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 nein. Hey, was geht ab, Bauerntyp? Nicht viel. Oh, fast vergessen, es ist mein Tag für einen Liegestütz. Jedes Mal versuche ich eine mehr als das letzte Mal zu machen. Coole Strategie, was? Hammer, ey. Echt. Also, das habe ich schon mal gesagt, glaube ich, bei der ersten Folge des Let's Plays. Ah, da ist nichts drin. Ist der Bürgermeister das auch immer mitkriegt, dass ich da in seinem Müll wühle?
schon verdächtig. Ach, das Aquamarin, das wollte ich mir noch geben. Shit. So, gucken wir mal, ob er ein Eisenerz hat. Nein, hat er nicht. Okay, so. Runter. So, Werkzeug verbessern. Auf jeden Fall Kupfergießkanne. Yes, danke. Fangen wir morgen damit an. Sollte bald fertig sein. So, ich habe... Oh nein, ich kann nur eine Sache machen. Ah, ernsthaft? Na gut, aber die Kupfergießkanne war mir jetzt wichtiger wie die Axt. Oh, Gerode. Und jetzt sagt er mir, oh, ich arbeite gerade an dem Ding, kann ich nichts mehr annehmen. Oder? Ich arbeite noch an der Werkzeug-Kupfergießkanne. Wird heute nicht fertig werden. Ja, aber ich... Dann halt nicht. Hallo Vincent. Oh nein, Mama macht heute Nacht Linsensuppe. Heute Nacht? Warum? Was? Warum arbeiten die denn alle nachts, ey? Was ist falsch bei den Leuten? Dir will ich jetzt nichts schenken. Ich kenne dich nicht. Ich dich auch nicht. Louis. Ich hoffe, alles auf Berthof läuft gut. Es wäre eine Schande, wenn alles vertrocknet. Es läuft alles prächtig. Warum machst du dir Sorgen um meine Sachen? Mach dir keine Sorgen um meine Sachen. Dog, war hier mein Hund eigentlich? Oh, yes. Auswurf gesucht. Sean braucht Narzisse. Sean wird zufrieden sein. Alles klar, Narzissen habe ich. Meine ich zumindest, ja. Ich glaube, ich habe keine Narzisse sonst mehr verkauft, ne? Ich hoffe es zumindest. Wäre scheiße, wenn doch. So. Also, Aquarium. Nee. 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 Nachtfische, ne? Da. Eine Brasse. Platz. Hammer. Gut, dann tun wir Kupferding da noch rein. Hier. So. Guck mal, ja, ich springe euch Kupfer. So. Kupfer. Da. Einmal. So. Einmal Kupfer. So. Super. Ach, Gott sei Dank, ey. Haben wir das auch ein bisschen abgefrühstückt. So, 2000, die wir gemacht haben, gleich wieder verkauft. Wer wollte jetzt eine Narzisse haben? Moment. Da, F. Lieferung. Shane. Warum hab ich Sean gesagt? Ich meine natürlich Shane. Vielleicht finden wir hier eine Narzisse. Narzisse. Nee, keine Narzisse mehr. Okay. Wenn es morgen regnet, sind wir auf der sicheren Seite. So, was kann man eigentlich? Holstein-Assenbach. Wandelt geangelten Müll in Naturgüter. Geil! Das brauchen wir eigentlich. Bei Angeln tue ich echt gerne, ehrlich gesagt. Also in dem Spiel zumindest. Tue ich das super gerne. Und wäre auch praktisch, wenn wir. Dann natürlich so, können wir jetzt mal hier nochmal gucken, ob wir jetzt irgendwelche Blumen hier haben. Moment, bevor ich jetzt. Shane, wo auch immer. Wo wohnt denn Shane eigentlich? Sam, Ken, Emily, als Bürgermeister ist. Julia Markt. Alex. Okay, Pierre. Wo ist Shane? Gemeinschaftshaus, da ist nichts. Bastian. Kneipe. Okay, dann gucken wir vielleicht mal heute Abend in der Kneipe. Abenteuergilde, ja, das weiß ich. Keine Ahnung, was das hier ist. Um des Zauberers? Ranch. Okay, Werden wir den heute Abend wahrscheinlich finden. Den Narzissentyp. So, bitteschön. Eine Narzisse will er haben. Ja. Ja. So. Gucken wir hier wieder rein. Hopp. Hier behalten wir jetzt gerade mal noch. Aber die Geode können wir hier reintun. Dann für morgen brauchen wir das. Haben wir hier genug Platz, um die Sachen reinzutun? Ja. Gut. So, und wir können auch noch das hier reintun. Dann brauchen wir auch noch für morgen. So, warte mal. Das hier. Warte mal. Dann nehme ich auch das hier mit. Und dann nehme ich noch mit das und das. Die Bombe. So, die Narzisse können wir dann später abgeben. Wird ja später noch leerer hier, ne? Also, leerer, verstehst du? Leerer. So. In der Zwischenzeit kann ich jetzt gar nicht mal so viel machen. Das ist ein bisschen doof, das ärgert mich ein bisschen. Weil, Gründe. Nee, weil einfach, ich krieg dann nichts auf die Reihe. Wenn ich das jetzt nicht ordentlich hier mache, so, warte mal, jetzt überlege ich gerade. So, jetzt können wir das hier schon mal sortieren. So, das kommt mal dahin. Das Sisse muss hier hin. So, das
kommt dann nämlich alles wieder weg. Deswegen müssen wir das hierhin tun. So. Dann haben wir, glaube ich, wieder mehr als genug Kupfer. Und dann hauen wir das mal weg. Die Dings brauchen wir dann noch. Die Angel kann dann weg. Und dann können wir morgen schön in die Höhle gehen. Dann schaffen wir auf jeden Fall Level 40. Auf jeden Fall. Da es morgen den ganzen Tag regnet im Spiel, sind wir auf der sicheren Seite. Dann können wir das alles machen. So. Dann haben wir jetzt alles. Okay. Ja, dann gehen wir, würde ich sagen, gehen wir angeln oder wir gehen mal runter zu Willis. Willi. Der hat bis 17 Uhr geöffnet. Komm, wir gehen mal runter zu Willi. Und vielleicht kann der uns ja mal noch was rufen. Vielleicht hat der ja nochmal eine bessere Angel oder sowas. Nur 500 kostet oder so, oder knapp 1000 würde ich die sogar nehmen. Ich meine, jetzt habe ich ein bisschen Geld, aber George verbringt den ganzen Tag vor dem verdammten Fernsehen. Ich wünschte, er würde mehr nach draußen gehen. Ein wenig frische Luft würde ihm gut tun. Ja, der sieht doch immer so bleich aus, ne? Er sieht immer aus wie ein, hat so eine schöne Kellerbräune. Und, das macht ihn dann immer sehr sympathisch. Besonders ist er immer so am Krummel, ey. Das finde ich immer so schade bei ihm. Er könnte ein bisschen netter sein. So, gucken wir mal hier beim Willi. Jo, moin, Christoph. Moin, Willi. 1500. Bambus. Fieberling. Komm, die kaufen wir. Benutzer am Fischen zu fangen. Ja, komm, die kaufen wir. Aber die alte können wir nicht verkaufen, ne? Schade. Aber 1800 ist völlig okay eigentlich. Kann man gar nichts sagen, ey. So, weg mit euch. Ihr Ratte der Lüfte. Weil es sind ja Möwen. Huch. Wie vorhin. Narzisse. Scheiße. Nein? Oh Leute, nee, oder? Das ist jetzt nicht wahr. Hallo? Nein. Versuchen wir jetzt hier irgendwie zu helfen, indem ich... Ey, das gibt's doch nicht. Ne. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, jetzt hängt hier echt das Spiel. Gut. Ja. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich beende die Aufnahme, lass ihn plumps gehen und shit. Blöd. Echt blöd. Wieso hängt denn dieses blöde Spiel jetzt hier an der Stelle? Hallo? Hallo? Kann hier nichts machen? Nichts? Nichts reagiert hier. Oben, unten, rechts, links, nichts. Der hängt hier gerade echt fest. Ich habe aus Versehen auf Dings gedrückt. Auf Angeln gedrückt. Und es passiert aber nichts. Scheiße. Doof. Schwertstufe 5. Saugeil. 88 Schaden. Geschwindigkeit. Verteidigung. Oh, Leute. Nee. Okay. Wir können jetzt natürlich jetzt hier noch stehen und warten, bis es 20 Uhr ist. Aber ich glaube, es bleibt mir nichts anderes übrig, als die Folge an der Stelle hier zu beenden und zu sagen... Bis zum nächsten Mal, gute Ude und bis dahin, ciao.